Ich will jetzt Ihnen ein bisschen was über das erzählen, was denn mit der 17.1 kommen wird. Die eGroupware hat eine neue Login-Seite bekommen und die wollen wir uns anschauen und inklusive dem, wie kann ich denn als Admin das Ganze so für mich anpassen, dass es vielleicht zu unserem CI passt, für unsere Anwender hübsch aussieht und wir trotz allem die Informationen rüberkriegen, die wir haben wollen. Dann wird es ja mit der 17.1 eine erste Version von einem gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten geben. Das ist relativ eingeschränkt, sprich, das ist ein eingeschränkter Editor, der das ermöglicht. Von daher haben wir uns auch entschieden, in der nächsten Version, an der wir dann arbeiten, tatsächlich das Collabora Office zu integrieren, das einfach mehr Möglichkeiten bietet, sowohl von dem öffnenden Dokumenten, als auch, dass es halt neben Textdokumenten auch ermöglicht, Tabellenkalkulation und andere Formate zu bearbeiten. Wir haben in der 16.1 eine Unterstützung für S/MIME drin, sprich nicht nur PGP. Wir haben die Art und Weise, wie die Benachrichtigungen, die Notifications dargestellt werden, umgearbeitet, beziehungsweise wir es übertrieben, es war eigentlich der Hadi. Wir wollen im nächsten Schritt, ob das dann noch in die 17.1 reinfindet, sind wir jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, auch schauen, dass Benachrichtigungen ein ganzes Stück weit asynchron versendet werden, dass wir einfach, wenn ich jetzt einen großen Termin habe mit 100 Leuten drin, dann blockiert das momentan einfach die Sitzung und wir wollen schauen, was wir da machen können, um das Ganze deutlich zu verbessern, sodass sich das Ding speichert und dann einfach im Nachhinein eine Rückmeldung gibt, bei wie viel es geklappt hat oder wo Sachen gescheitert sind. Es gibt jetzt im Projektmanager Benachrichtigungen. Das ist im ersten Schritt mal noch relativ basic von dem, was wir machen. Da ist weiter in der Planung, das noch weiter zu vertiefen. Wir haben für das Adressbuch auch als Kundenanforderung im Prinzip reingekommen, eine Duplikatenansicht mit der Möglichkeit, Duplikate im Adressbuch einfach zu vereinigen, was über das Kontaktvereinigen, was es schon gibt, deutlich hinausgeht. Und wir haben was drin, sodass ich an der Stelle nicht mehr, ich denke, das ist heute eigentlich eher State of the Art, dass ich nicht unbedingt alle externen Bildquellen in Mails mir anzeigen lassen möchte. Das war ein kleines Manko in der 16.1 noch. Ich konnte entweder sagen, erlauben oder verbieten. Die 17.1 erlaubt jetzt, dass ich da auch eine Abfrage machen kann, respektive einfach Quellen entsprechend freigeben und andere, die dann blockiert werden. Wir haben noch ein kleines Goodie, es ist vorhin nachgefragt worden, kann man denn so nicht den E-Mail-Preview einfach auch nebendran machen? Man kann es jetzt. Hadi hat ein paar Minuten Zeit und es gibt manche Dinge, die gehen ganz schnell, wenn man mit uns spricht, und es gibt andere Dinge, die brauchen halt ein kleines bisschen länger. Okay, wie sieht denn die eGroupware jetzt die neue Login-Seite aus? So, ja. So sieht unsere neue Login-Seite aus. Sprich, ich habe ein Hintergrundbild. Ich habe eine Box, in der die Login-Daten eingegeben werden. Ich habe vielleicht auch noch ein Logo entsprechend. Ich kann ein anderes Bild reinladen. Ich kann mein Logo reinladen. Wo mache ich das Ganze? Jetzt gehe ich doch wieder live. Ich brauche Administration und wir gehen mal in die Konfiguration. Und was wir jetzt sehen, ist einfach ein Schritt, den wir gedacht haben, der ist sinnvoll zu gehen und auch wichtig zu gehen, damit es für die Leute einfacher wird, die eGroupware ein Stück weit auch unterschiedlich zu gestalten. Sprich, ich kann einfach jetzt ein Logo eingeben. Ich kann es aber auch einfach direkt hochladen. Also ich kann eine URL angeben, ich kann es aber auch einfach hochladen. Das wird dann zu der eGroupware-Instanz direkt dazu gespeichert und ich spare mir das, irgendwie das an den Admin zu übergeben, der es dann irgendwo im Filesystem hinterlegt oder an irgendeiner Stelle, wo es dann vielleicht nicht per HTTPS ausgelesen wird und dann wieder zu Ärger führt. Genauso kann ich hier jetzt das Hintergrundbild entsprechend hochladen.
Ich kann den Favicon hochladen und kann auf dem Wege einfach meine Login-Seite ein ganzes Stück weit anders darstellen. Wie sieht es dann aus? Das hier ist zum Beispiel jetzt so eine von meinen Testinstanzen. Also da ist mein Logo drin. Da ist ein Text in dem Bereich eingegeben, der da heißt Babytrank Testinstanz, und da ist mein eigenes Bild hochgeladen. Das Ganze kann auch anders aussehen. Das ist jetzt eine Testinstanz, wo wir freundlicherweise von unserem Kunden die Möglichkeit bekommen haben, mal einfach ein Bild hochzuladen. Und wir haben das jetzt mal da reingemacht und werden dort morgen auch, wenn es um das Thema Anpassen geht, noch ein paar weitere Details sehen, was wir dort in Zusammenarbeit mit dem Kunden machen. Sprich, an der Stelle, so kann es aussehen, das ist jetzt ein Standort von der Spedition Lebert, wo man einfach sagt, da habe ich eine gewisse Identifikation von meinen Usern damit, das Bild lade ich hoch und ich kann das Ganze entsprechend gestalten. Gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten, von Dateien. In dem Falle, das, was der jetzige Editor kann oder was das jetzige Feature kann, wir reden hier über ODT-Dateien, die aus der eGroupware bearbeitet werden können, auch mit mehreren Personen gleichzeitig. Und ich kann dann zum Zeitpunkt XY tatsächlich das Dokument wieder als ODT-Dokument speichern und habe damit diesen Versionsstand gespeichert und kann ihn auch nutzen, zum Kunden schicken, PDF draus machen, was auch immer. Aber ich kann mit mehreren Personen gleichzeitig dran arbeiten. Also im Prinzip, wie funktioniert das technisch? Es gab darüber auch mal ein Webinar mit HD Natec im Zuge dessen. Wir hatten ja eine Testphase mal ausgerufen für das kollaborative Bearbeiten von Dokumenten. Im Grunde genommen ist es so, wenn wir dieses Dokument öffnen, dann werden verschiedene Sachen in der Datenbank gespeichert. Es gibt in dieser Datenbank einfach eine Darstellung und wird notiert, wer was wann wie geändert hat. Dementsprechend kommen dann auch die Änderungszeichen und die ganzen Sachen, und in dem Moment, wo ich es tatsächlich wieder als ODT-Dokument speichere, in dem Moment wird die Datei erzeugt und dann habe ich wieder ein ODT-Dokument, wo die Historie auch in dem Sinne nicht mehr enthalten ist. Hier sieht man jetzt einfach mal verschiedene Personen, die eingeloggt sind. Ich kann den Ganzen auch, damit es netter ist in der Zusammenarbeit und ich besser sehe, wer was macht, kann ich den auch unterschiedlichen Farben geben. Sprich, an der Stelle, es gibt eine Einstellung dazu, wo ich pro Benutzer eine Farbe festlegen kann, die dann bei dem Bearbeiten entsprechend rauskommt. Ja, S-Mail-Verschlüsselung. Im Prinzip, wie gesagt, wir kommen morgen nochmal sehr viel stärker drauf, was man wissen muss oder was man vielleicht dazu sagen kann, einfach für alle, die es noch nicht gemerkt haben. In der 16.1 gibt es PGP-Verschlüsselung. PGP-Verschlüsselung an der Stelle funktioniert darüber, dass wir für Chrome und für Firefox über das Mailvelop-Plugin eine browserbasierende Möglichkeit haben der Verschlüsselung, wobei wir die Schlüssel auch im Adressbuch von der eGroupware speichern können. Aber wie gesagt, über die genauen Details kommen wir dann in dem Vortrag morgen drauf ein. Und das S/MIME ist ja was serverbasierend die Schlüssel speichert. Und an der Stelle ist es so, dass wir das Horde-Backend, also diesmal serverseitig, das Ganze angehen, um die Sachen zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Ich habe eine kleine Grafik aus dem Vortrag von gestern mit rausgenommen. Also im Grunde genommen ist es immer so, ich habe irgendwie einen Sender mit einem Zertifikat. Das Ganze wird signiert oder verschlüsselt und versendet. Und ich habe irgendwo was, wo diese Schlüssel gespeichert werden müssen. Und bei demjenigen, der es ankommt, der hat halt auch Schlüssel. Und dann wird das Ganze wieder entschlüsselt. Ja, was haben wir gemacht zu den Benachrichtigungen? Die Benachrichtigungen waren ja ein kleines bisschen altertümlich, um das mal freundlich auszudrücken. Wir reden jetzt über das eGroupware Pop-up an der Stelle. Wir haben das Ganze, oder Hardy hat das Ganze jetzt an der Stelle so umgebaut, dass es einfach mehr dem Stand der Art und Weise, wie es heute auch in den meisten sozialen Medien gemacht wird, dargestellt wird. Sprich, wir haben an der Stelle das Ganze auf der rechten Seite angeordnet. Wir haben ein deutlich kennbares Kennzeichen, was mir sagt, so und so viele neue Benachrichtigungen in der eGroupware gibt es.
und ich kann mir dann alle Benachrichtigungen untereinander anzeigen. Ich kann aber auch relativ einfach einzelne Nachrichten als gelesen markieren, einzelne Nachrichten rauslöschen. Oder wenn ich glaube, dass mich die Benachrichtigungen heute überhaupt nicht interessieren, kann ich das Ding natürlich zulassen oder ich kann einfach alle auf einen Schlag als gelesen markieren oder in den Mülleimer schmeißen. Ja, Projektmanager-Benachrichtigungen. Fragen, die von Kunden kamen, inwiefern können wir denn nicht die Möglichkeit schaffen, im Projektmanager auch Benachrichtigungen zur Verfügung zu stellen? Infolog kennst, Ticketsystem kennst, Kalender kennst, Projektmanager kennst nicht. Wir haben dann jetzt nachgebessert, haben dabei verschiedene Sachen vorgesehen, die im ersten Schritt einfach mal erlauben, dass ich rollenspezifisch Benachrichtigungen einschalten oder ausschalten kann, dass ich sagen kann über Sachen, die fällig sind oder die starten. Und das Ganze geht rein auf Änderungen, die ich im Projektmanager mache. Also sprich an der Stelle, es ist nicht so, dass ich eine Änderung, die jetzt auf einem gespeicherten Infolog-Eintrag basiert, dann meine Projektmanager-Benachrichtigungen zusätzlich auslöst und ich dann sowohl von meinem Infolog als auch von meinem Projektmanager die Benachrichtigung habe, sondern an der Stelle ist es so, die Benachrichtigungen vom Projektmanager beziehen sich darauf, ich setze ein neues Startdatum manuell in dem Ding, ich verändere was, ich assigne jemand in das Projekt rein, dann gibt es halt die entsprechenden Benachrichtigungen. Das soll noch ein ganzes Stück weit im Laufe des nächsten Jahres weiter verfeinert und ausgebaut werden. Aber das ist mal so der erste Schritt, mit dem wir an der Stelle einfach starten. Des Weiteren vielleicht, weil ich gerade den Projektmanager lese und das auch auf meiner Liste nicht drauf ist, auch da wiederum, wir hatten es häufiger mal, Kunden löschen ein Projekt aus Versehen. Ist ziemlich aufwendig wiederherzustellen aus der Datenbank heraus. Von daher kann man jetzt im Projektmanager mit der 17.1 auch einen Löschschutz einschalten. Er ist nicht per Default eingeschaltet. Also wer mit dem Projektmanager Sachen macht, Empfehlung, einschalten. Ja, die Duplikatenansicht im Adressbuch. Ich habe in dem Filter, wo ich auch zwischen Organisationen und Kontakten unterscheiden kann, habe ich jetzt auch Duplikate als Ansicht. Und wenn ich da drauf gehe, bezieht er das einfach auf das, was er findet oder auch nicht. Und an der Stelle greift jetzt, weil wir gesagt haben, was ich für ein Duplikat halte, unterscheidet sich wahrscheinlich von dem, was bei Ihnen ein Duplikat ist oder hier ein Duplikat ist oder dort ein Duplikat ist. Von daher gibt es ganz wichtig dazu eine Einstellung im Adressbuch, die einfach darauf geht, dass ich sagen kann, welche Felder möchte ich denn auf Duplikat überprüfen und wie viel davon müssen denn übereinstimmen, damit es als Duplikat entsprechend gewählt wird. Sprich, an der Stelle Vorgabe ist Nachname, Organisation und die E-Mail-Adresse ist gleich und die alle drei sollten übereinstimmen. Ich kann jetzt aber auch nur sagen, mach mir doch mal was, wenn der Nachname übereinstimmt oder die E-Mail-Adresse übereinstimmt. Dann bekomme ich eine Duplikatenanzeige, die mir jetzt alle listet, die diesem Kriterium, was ich vorne dran aufgestellt habe, entsprechen. Wenn ich auf den einzelnen Einträgen bin, kann ich jetzt auch einfach mehrere markieren und habe darauf jetzt einfach eine Aktion, die heißt Duplikate vereinigen. Und wenn ich jetzt Duplikate vereinige, dann vereinigt er mir alle, die quasi innerhalb von diesem Duplikathäuschen drin sind. Sprich, ich kann auch einfach meine Liste mal so durchgehen, kann gucken, was passt, markieren, nächsten gucken, passt, markieren und dann sage ich auf einen Schlag vereinigen. Dann dauert es natürlich einen kleinen Moment, bis er die vereinigt, aber an der Stelle kommt es darüber entsprechend rein. Noch Fragen dazu? Ja, die Bilder in Mails nicht automatisch nachladen. Im Prinzip habe ich es vorhin schon gesagt, Stand der Technik heute ist eigentlich, ich habe den meisten Mail-Clients, was mir im Zweifelsfall sagt, das ist ein externes Image und willst du das jetzt nachladen oder nicht? Gab es in der Vergangenheit nicht. Ich konnte immer externe ausschalten oder auch erlauben. Und wir haben jetzt was geschaffen, dass er sagt, frag einfach nach.
Ich kann aber auch in der Einstellung eins tiefer im Prinzip Domains erlauben. Und wenn ich in der Mail selber drin sage, ich möchte diese Domain erlauben, dann trägt das mir in meine Einstellungen ein. Das heißt, ich habe hier wirklich eine Sache, dass ich sowohl aus der Mail heraus das Ganze bearbeiten kann, ich kann aber auch in meinen Einstellungen im Zweifelsfall wieder irgendwas rausschmeißen oder auch als Administrator von vornherein die 5 Domains freigeben, das als erzwungene Einstellung machen und dann hat der Benutzer gar nicht groß irgendwas, was er weitermachen kann und hat halt genau das freigegeben, was ich als Admin entsprechend freigeben möchte. Gut, ich glaube, damit bin ich am Ende der Sachen Neuigkeiten in der 17.1. Noch Fragen? Dann würde ich sagen, Kaffeepause?